Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play. In der letzten Folge haben wir es ja endlich mal geschafft, unser Bautool zu bauen. Upsala, wo ist es? Da, hier. Unser Bautool zu bauen. Jetzt habe ich diesen Knopf gedrückt hier, diesen hier. Und zack, da soll eine Rettungskapsel sein. Da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Auch wenn es mir ein bisschen davor graut, hier durchzuschwimmen wegen diesen komischen Tieren. Aber irrelevant, da ist er. So weit ist sie gar nicht weg gewesen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Finden wir jetzt endlich Freunde? Oh. Das ist natürlich jetzt doof. Schauen wir erstmal nach oben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und damit wären wir auch schon voll. Hat die nicht gesagt, die hat ein Loch und versucht das zu stopfen? In welchem Universum will sie... Was? Den war in meiner Rettungskapsel nicht Platz für zwei? Also ich glaube, da hätten zwei reingepasst. Ich bin zwar jetzt kein Experte auf dem Gebiet. Bin mir aber sicher, da hätten wirklich zwei reingepasst. This is Flight Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Was ist das? Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Ah, ich kann jetzt einen Kompass bauen. Ein Kompass. Wofür auch immer ich gerade einen Kompass brauche. Auf jeden Fall sehr viel Titan jetzt. Okay. Das ist viel. Die Kisten sind, oh fuck, so winzig, ne? Da passt ja nichts rein. Wirklich nothing. Wollt ihr uns nicht die Koordinaten schicken? This is Avery Quinn, training ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease. Warum geht ihnen der Sauerstoff aus? Funktioniert wie sie? Aurora, I'm out. Far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. You still need our assistance. Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Mal sehen, was die. Okay. Jetzt haben wir erstmal nichts Neues hier, ne? Ah, doch. Ein neues Medkit. Könnten wir das bitte einmal nehmen? Ach, das produziert sich selber wieder. Oh, das wäre clever.
habe mein Schiff noch gar nicht richtig erkundet, ne? Ich hab hier einen fucking Lager? Das tut weh. Das tut richtig weh. Ich lager einen Großteil des ganzen Kacks einfach draußen. Das ist zur Ablenkung von Raubtieren. Flüssigkeit auffüllen, ja, ja. Jetzt mal Feuer gewusst mit dem Ding, ne? Sag mal, wo haben wir denn jetzt gesagt, wo wir unsere Base hinbauen wollen? War doch in der Nähe von dem Ding, genau. Dann los. Ja, ich finde, hier ist eigentlich schon ein guter Spot. Brauchen aber erstmal noch mehr Rohstoffe. Was, ein Hirnschwamm oder was? Ach, really, Alter. Auch kein Bock mehr mit den Viechern zu boxen, ne? Ist meine Ausrüstung in meinen Augen noch zu bescheiden. Aber hier können wir uns doch unsere Base hinbauen. Also von da nach hier. Nur 100 Meter von dem Hauptding entfernt. Ich sehe da keine Komplikation. Soll man mal sagen, die Landschaft ist schon ziemlich nice, ne? Kann ich ja was anderes außer Titan die ganze Zeit aufsammeln? Ich meine, Titan, ja, cool. Ja, aber ich bräuchte auch mal andere Rohstoffchen. Guck mal. Ich näher mich auf jeden Fall schon mal unserem Hauptschiffchen. Vorne ist noch was zum Einsammeln. Schön, dass der Fisch mich nicht angreift. Das wird knapp. Ja, ich brauche dringend den größeren Behälter zum Atmen. Dann kann ich nämlich auch länger unter Wasser bleiben. Auch stumpf nach oben.
Schnell hoch. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Wo waren denn hier? Jetzt schnell wieder raus. Können wir gleich wieder zu unserem Bötchen schwimmen? Ich glaube, das könnte die richtige Entscheidung sein, sich dahin zu bauen. Also hier so. Ist relativ nah an der Oberfläche. Dieses Viech einfach, es ist ja der Hammer. Ich habe den nicht mitgenommen. What the fuck, Alter? Erstes machen wir schnell zwei Trinkflaschen. Dann können wir erstmal unsere Backteile auseinanderbauen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Tim kann in Verbindung mit einer funktionsfähigen Pumpe zum Transport von Atemluft verwendet werden. Okay, Fackelhammer hoch. Titan, aber kein Glas. Spricht wieder die. Wir haben gerade einen riesigen Trümmer voll. Ich hatte keine Ahnung. Wir sind auf dem Weg zu ihnen. Wir werden sie rausbringen von End. Was soll ich sonst sagen? Das malt an sich so kleine Felsen. In der VR. Ja, es sah nicht gut aus. Okay. So, wir haben auf jeden Fall einiges an Quarz gefunden. Problematisch dennoch ist aber, dass wir... dass wir immer noch nicht wirklich...
weiterkommen, weil uns noch weitere Rohstoffe fehlen. Wir brauchen für ein so ein Ding Blei. Wie viel Blei haben wir? Wir haben einen einzigen Blei. Ein einziges Blei. Ein einzig. Wir haben nur einmal Blei. So. So, was machen wir denn jetzt? Was werden wir jetzt tun? Wir haben auf jeden Fall schon mal einiges an Titan. Blei, bis wo kriegen wir Blei her? Bestandteile unbekannt. Großer freistehender Schrank. Okay. Oder was hat gerade noch gefehlt? Warte mal. Glas und Silber. Glas und Silber. Looten wir jetzt mal weiter um unseren zukünftigen Wohnort. Ich glaube, ich muss aber einfach ein bisschen tiefer tauchen, damit ich überhaupt Rohstoffe finde. Ich finde hier zwar en masse Kupfer und alles. Inventar ist gleich schon wieder voll. Rückstellen. Das ist das Zeugs, was ich nicht brauche, ne? Was haben wir hier? Jetzt ist nämlich schon mein Inventar voll. Schon einfach wieder zurück. Und dann gucken wir gleich mal weiter. Jetzt erstmal eine Trinkflasche.
Die wir auch direkt schon mal snacken. Jetzt eine 2:1 Rechnung. Aus Quarz mache ich Glas. Dann fehlt jetzt wirklich nur noch Blei, ne? Ne, Silber, Silber und Blei. Wo war ich denn jetzt gewesen? Ein bisschen weiter rechts davon, ne? Das ist schön, dass du genau vor mir schwimmst. Ja, falsche Richtung. Mist. Ja, das war da wirklich die falsche Richtung. So, ich anfange die alle mal mit Salz zuzubereiten. Da lang müssen wir. Wieder zu diesem riesigen Loch im Boden. Da müssen wir Silber und Blei finden. Silber und Blei. Da ist er. Silber und Blei. Alles andere ist nicht so wichtig. Ich trotzdem so viel Schaden von den Viechern bekommen, ist der Hammer. Oben. Wieder runter in den Spalt. Dann geht es nicht so sonderlich viel weiter. Aber wo finde ich Blei? Hier war ich auf jeden Fall noch nicht.
wahrscheinlich ist Blei ein Rohstoff, der nicht existiert. Anders kann ich mir nicht erklären, ehrlich nicht. Oder ist Blei hier? Ich will mal gleich hier ein bisschen gucken. Wenn die Viecher nicht immer so aggro wären, ne, dann wäre das schon ein bisschen entspannter. Machen da jetzt mal überall Essen draus. Dann kann ich nämlich zwei Items direkt abgeben. Statt nur eins. Wir wollten uns jetzt mal hier in die Höhle des Löwen begeben. Vielleicht finden wir da jetzt ein bisschen Blei. Salz. Wo ist dieser komische Fisch jetzt hin? Da. Hier ist nichts. Auch überall nichts. Was ist das hier? Fuck you, Alter. Komm schon wieder mega weit raus, ne? Silber. Sehr geil. Können wir endlich unseren größeren Wassertank bauen. Sechs Plätze. Junge, wie viel Titanen braucht er denn dafür? 9. Einen beschissenen Titanenbarren oder was? Das würde mich mal interessieren, das macht die 90 Sekunden Sauerstoff. 90 Sekunden. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann machen wir zweimal lieber. Dann machen wir lieber noch zwei, dreimal dieses Titan-Ding. Weil? Scheint ja sehr viel Platz zurückzugeben. Oh, habe ich doch ein zu wenig genommen. Kreislauf, Tauchgerät. Spart Sauerstoff beim Tieftauchen, absorbiert CO2 und erzeugt daraus Atemluft. Okay. Ich glaube, dann werden wir dieses Ding gleich mal bauen, ne? Hierfür brauchen wir Algenkram. Aber Silber, zwei Silber für einen Kabelsalat. Dann brauchen wir den verbesserten Kabelkram. Ne, ganz normal. Ja gut, aber zwei Silber sind machbar. Drei. Upsala. Gepökelt da. So, meine Freunde, 30 Minuten vorbei. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Alter, Wortfindungsstörungen. Incoming. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Upsala. Bis dahin, cheerio, haut da rein.